Hallihallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute basteln wir die Adventskalenderhäuschen. Und wie ihr sehen könnt, baumelt hier eine Hexe. Und zwar hatte ich ja das Unboxing-Video meines Gewinns von Ideen mit Herz hochgeladen. Und da habe ich direkt am gleichen Abend noch diese Perlenhexe gebastelt und die ist echt cool. Ja, die hängt hier jetzt an meiner Kamerahalterung, aber ich nehme sie einfach mal aus dem Bild raus. Denn wir wollen ja jetzt Adventskalenderhäuschen basteln. Die Idee dazu habe ich gesehen bei YouTube. Allerdings wurden die Häuser da aus Stanzschablonen gebastelt. Und ich dachte mir, ich habe die Stanzschablonen nicht. Und ich denke, einigen von euch geht das genauso. Und deswegen habe ich alles so ausgetüftelt, dass man das ohne Schablonen nachbasteln kann. So, ihr benötigt zuerst Farbkarton. Und zwar 2 Stücke mit dem Maß 10 x 6 cm. Ich habe mir soweit schon mal alles zurechtgeschnitten. Und ich nehme hier weißen Farbkarton. 10 x 6 cm, 2 Stück, ne? Vorderseite, Rückseite. Dann braucht ihr einen Streifen, da könnt ihr entweder Farbkarton oder Designerpapier nehmen. Das ist für die Seite. Ich nehme Designerpapier. Der Streifen hat das Maß 17,6 x 6 cm. Ihr braucht noch einen Streifen. Der hat das Maß 13,6 x 6 cm. Und ihr benötigt noch 2 Stücke Designerpapier für hier drauf mit dem Maß 5 x 9 cm. Wir fangen an mit diesen beiden Streifen, 17,6 und 13,6 cm. Und zwar falzen wir den bei den kleinen Streifen, den falzen wir zuerst. Einmal an der kurzen Seite, jeweils bei 1 cm. Also einmal von dieser Seite, einmal von dieser Seite. Ja. Und dann falzen wir ihn einmal bei 1 cm. Und jetzt müsst ihr darauf achten. Lasst mich schauen bei einem. Genau, jetzt müsst ihr aber darauf achten, wenn ihr ein Muster habt, so wie ich, dass ihr das auch dann so einlegt, wie ich. Wenn ihr so ein Motiv nehmt, ist das völlig egal, wie rum. Ansonsten stehen euch die Schneemänner auf dem Kopf. Also, wir falzen jetzt bei 1 cm. Mache ich hier an der rechten Seite. Dann bei 9 cm. Und bei 12,6. So, das ist einmal die eine Seite. Dann nehmen wir uns den langen Streifen. Den falzen wir bei 6 cm. Auch hier drauf achten, wie rum ihr den einlegt. Wenn ihr jetzt so rum anfangt, ist dann euer Motiv auf dem Kopf. Also, legt den so ein wie ich und falzt dann auch dementsprechend, wenn ihr ein Motiv habt. Also wir falzen bei 6,1 cm, 6,1, 14,2, 14,2 und das war's. Beziehungsweise wir drehen uns das noch einmal auf die kurze Seite und falzen hier auch noch jeweils bei 1 cm auf der rechten und auf der linken Seite. Wir schneiden uns hier einfach nur die Klebelaschen zurecht. Das heißt, immer die Falzlinie rausschneiden und schön abschrägen. Ich hoffe, euch stören im Hintergrund diese Geräusche nicht, aber unser Vermieter baut halt den ganzen Tag und renoviert und keine Ahnung, was der nicht noch alles macht. Und deswegen, ja, habe ich sonst keine Möglichkeit, irgendwelche Videos zu drehen, wenn ich da immer warten würde. Also stört euch nicht dran.
So, jetzt falzen wir hier auch bei dem kleinen Stück einmal alles nach. Und hier verfahren wir genauso. Also hier unten schräge ich mir das ein kleines bisschen ab oder an. Und dann schneiden wir uns einfach nur die Klebelaschen hier zurecht. So. Und oben, hier oben bei dieser 1 cm Lasche, da schneiden wir nur oder schrägen wir nur ein kleines bisschen an. Denn das ist die Einstecklasche. Und je mehr ihr dann anschrägt, desto eher geht euch die Verpackung dann auf. Ich zeige es euch aber später. So, also einmal alles angeschrägt. So sollten die beiden dann bei euch aussehen. Ist ja im Prinzip echt nicht schwer. Dann gehen wir zu den anderen Teilen. Einmal zu dem Farbkarton. Ihr benötigt jetzt noch ein Lineal und ein Bleistift. Und zwar sind die ja 6 cm breit. Dann markieren wir uns die Mitte, das heißt bei 3 cm. Und wirklich nur so einen kleinen Punkt setzen. Und dann nehmen wir die lange Seite und markieren hier jeweils an beiden Seiten bei 2 cm. Also noch einmal, die Mitte ist bei 3 und hier rechts und links jeweils bei 2 cm. Ich habe das nur ganz, ganz wenig markiert. Dann, weil wir uns das noch schneiden müssen, nehmen wir dann auch direkt die beiden Designerpapiere. Die sind ja 5 x 9 cm. Hier markieren wir uns auch die Mitte. Das heißt, bei 5 wäre dann bei 2,5 die Mitte. Und dann markieren wir uns bei 1,7 rechts und links. Also bei 2,5, das ist die Mitte, und bei 1,7 an beiden Seiten. Jetzt nehmen wir uns nochmal einen Papierschneider oder ihr könnt auch das Ganze mit der Schere schneiden. Das ist ganz egal. Ich kann mit der Schere komischerweise nicht gerade schneiden, also auch keine kleinen Sachen abschneiden. Das wird bei mir grundsätzlich schief. Deswegen nehme ich den Papierschneider und ich nehme die beiden Markierungen und lege mir die hier in die Schneidrille ein und schneide einmal so ab. Und jetzt brauche ich wohl demnächst mal eine neue Schneidklinge. So, jetzt das Ganze hier auch nochmal. Beide markierten Punkte einlegen, abschneiden, fertig. So, weil das jetzt so franzt, schneide ich mir das Ganze hier einmal weg und die Markierungen, die radiere ich mir dann einfach ein bisschen weg, dass man das nicht mehr sieht. So, und das Ganze natürlich bei allen 4 Papierstücken. Also hier noch einmal einlegen, abschneiden und hier ebenfalls. Ui, ja, jetzt schaut mal, wie das ausfranst. Jetzt brauche ich wirklich mal eine neue Schneidklinge. Aber die hat auch schon echt viel geschnitten und da darf die ruhig jetzt mal ausgetauscht werden. So, eine neue. Beim Designerpapier haben wir uns das ja ebenfalls markiert. Das heißt, auch genauso verfahren, beide markierten Punkte jeweils einlegen und dann abschneiden. Hier nehme ich aber die rote Seite, denn ich möchte die Vorderseite noch gestalten.
verzieren. Und wenn ich da schon die Schneemänner drauf hätte, kann man da nicht mehr so viel verzieren. Deswegen nehme ich da die Seite, die rote Seite mit den Punkten. So. So sieht das jetzt aus. Und das war jetzt einmal alles, was wir schneiden mussten. Also ihr seht, es geht natürlich auch ohne Stanzschablone. Es ist natürlich auch unglaublich viel Arbeit. Also so oder so, es ist einfach viel Arbeit. Denn ihr braucht ja 24 Türchen, das heißt, ihr braucht 24 mal diese hier, 48 mal die und 48 mal die. Ja, und das ist dann halt schon ein bisschen Fleißarbeit, aber es macht unglaublich viel Spaß. Und deswegen habe ich diesen hier mit den Häusern für meine Tochter gebastelt. Der hängt auch schon in ihrem Zimmer und sie freut sich riesig. Da ist natürlich noch nichts drin, aber wir haben ihn schon mal aufgehängt. So, jetzt gehen wir hin. Das ist das längere Stück und ich nehme mir hier diese Lasche. Das ist ja eine Klebelasche. Das heißt, hier kommt Kleber drauf, aber ich nehme jetzt Abreißklebeband. Ihr könnt natürlich auch Flüssigkleber nehmen, was ihr mögt. Da aber dieses Designerpapier so beklittert ist, nehme ich jetzt Abreißklebeband. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, schon überall Abreißklebeband aufbringen. Dann geht das natürlich beim Zusammenbauen schneller. Ich mache das jetzt eben mal schnell. Und zwar an dem langen Stück könnt ihr überall Abreißklebeband aufbringen, bei dem kurzen Stück hier oben nicht. Ja, weil das ist die Öffnung für den Kalender. Und an diesen dreien kein Abreißklebeband oder Kleber anbringen. So. Ich werde mit euch auch nur dieses eine Häuschen basteln. Keine 24. Denn so viele Adventskalender brauche ich dann auch nicht. So. Also, wir fangen an mit dem langen Stück. Nehmen uns einmal Farbkarton. Wo ist mein Piekser? Und kleben den hier auf an der Falzlinie. Ja? So, so sieht das aus. Dann geht es weiter. Wir nehmen den nächsten. Die nächste Seite. Schutzfolie abziehen. Hier einmal einklappen. Achtet darauf, dass ihr dann hier beim Zusammenkleben über dieser Lasche drüber seid, ja? Weil wenn ihr das jetzt hier so zusammenschiebt, kann es passieren, dass ihr unter die Klebelasche kommt. Deswegen ein bisschen einklappen und dann hier nach oben gehen. Und wir haben das deswegen bei 6,1 und 14,2 gefalzt, damit wir hier keinen Verlust haben, ja? Weil wir falzen ja und haben dann hier ungefähr 1 Millimeter Falzlinie. Sonst wird uns das Stück zu kurz und wir kommen nicht bis oben hin ordentlich. Und dann können wir uns das hier noch einmal abziehen. Und hier oben dran kleben. Dann gehen wir hin, nehmen das kurze Stück und zwar hier unten die Lasche. Das ist die Klebelasche für am Boden. Das heißt, wir drehen uns das auf den Boden und kleben das hier einmal an. Ich habe das deswegen gestückelt, damit ihr das auch, wenn ihr zum Beispiel Farbkarton verwendet,
aus einem DIN A4-Bogen ausschneiden könnt. Ansonsten bräuchtet ihr nämlich große Papiere, also 30,5 mal 30,5, um das Ganze hier einmal außenrum aus einem Stück zu basteln. Ja, deswegen habe ich das aus gestückelt und ich finde das auch gar nicht schlimm. So, dann hier das gleiche nochmal. Klebelasche abziehen und festkleben. Klebelasche abziehen. Ah, Schutzfolie abziehen, ne? Nennt sich das. Und hier haben wir ja keinen Kleber dran, da das die Öffnung ist. So, jetzt gehen wir hinten hin, auf die Rückseite. Da ziehe ich mir erst unten die Schutzfolie ab, damit ich hier unten den Boden, also die Rückwand, schön hier anbringen kann. Rückwand. So, dann ziehe ich mir halt eine Seite von einer Seite die Schutzfolie ab, klebe das fest. Und dann von der anderen Seite. Und klebe das ebenfalls fest. So, hier habe ich natürlich mein Häuschen nicht richtig geschnitten. Da sind die Fransen noch dran. So, und jetzt habt ihr hier noch eine Klebelasche, die auch noch angeklebt werden muss. So, und dann könnt ihr das hier nehmen und hier zuklappen. Fertig. Häuschen ist zu. Ja, ich habe das dann so gemacht, dass ich bei meiner Tochter das ja aufgehängt habe. Das heißt, hier habe ich einfach ungefähr mittig ein Loch reingemacht und ebenfalls auch an dieser Seite. Und dann haben wir das Ganze gestern einmal auf eine große Schnur aufgezogen und aufgehängt. Wenn die dann hängen, kann man trotzdem hier so ein bisschen öffnen, um dran zu kommen. Ansonsten könnt ihr auch hier oben separat eine Schnur machen und die dann an eine große lange Schnur dranhängen, sodass ihr jedes Häuschen abnehmen könnt. Ich habe das dann auch immer so gemacht, dass ich darauf geachtet habe, dass ich hier rechts die Öffnung habe, damit das eben überall gleich ist. Ja, und jetzt geht es eigentlich nur noch ans Dekorieren. Jetzt radiere ich mir hier noch ein bisschen Bleistiftlinien weg, wobei man das später nicht mehr sieht. Und klebe mir das Ganze hier auf. Natürlich ist das nicht nur gut für einen Adventskalender, sondern auch sehr schön als Geschenkverpackung oder wer sich die Mühe machen will, als Winterdorf. Ja, kann man auch so ein kleines Dorf draus basteln. Auf der Rückseite habe ich nur Designerpapier angebracht und dann auch gar nicht weiter verziert, weil es ist ja die Rückseite, sieht man ja eh nicht, wenn das hängt. Bei diesem Designerpapier müsst ihr nur schauen, dass das gut klebt, denn ihr habt ja die Schneemänner, die hier so glitzern und da müsst ihr dann ein bisschen mehr Kleber aufbringen. So. Und jetzt gehe ich hin und verziere mir das hier vorne noch. Und zwar habe ich mir hier einmal auch aus diesem Papier, aus dem Designerpapier, so einen Schneemann ausgestanzt. Das geht ja mit der Handstanze, die passend dazu im Set ist. Und dann klebe ich mir den mal mit Dimensionals auf. So. Ich habe noch eine Adventskalender-Idee, die ist auch super einfach und geht schnell, und zwar aus den Kekstüten.
Wenn ihr die ebenfalls sehen wollt, dürft ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich die euch zeigen soll oder ob die sich eigentlich von selbst erklärt. Dann haben wir ja hier das Kreativset, Accessoires, hurra, es schneit, das ja alles in diese Serie reingehört. Und da habe ich mir überlegt, dass der Schneemann hier eine Mütze bekommt. Ich denke, die klebe ich auch mit Dimensionals auf, sofern das hält. Mal schauen, ob das geht. Wenn ihr natürlich Adventskalenderhäuschen bastelt, müsst ihr noch bedenken, irgendwo die Zahl noch anzubringen. Bei mir wird es ja kein Adventskalenderhäuschen mehr, sondern nur eine Geschenkverpackung mit Schleife sehr wahrscheinlich. Und deswegen brauche ich keine Adventskalenderzahlen mehr. So, dann bekommt der noch hier einen Schal. Ist ja Winter, ist ja kalt. Und bekommt natürlich auch noch ein paar Ärmchen. Und die klebe ich einfach so hier auf. So, das dauert hier ein bisschen, bis das angezogen ist mit dem Kleber und dem Schal. Aber das hält. Ja, ihr Lieben, das ist meine Anleitung zum Adventskalender aus Häuschen gebastelt. Ich habe natürlich noch unglaublich viel dekoriert. Also ich habe hier vorne dann die Zahl aufgebracht und hier außenrum noch ganz viel dekoriert. Und das ist jetzt ja dann, wie gesagt, nur eine Geschenkverpackung. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben. Schreibt mir immer wieder gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.